Also irgendwie kenne ich dieses Gefühl, sein Fahrrad den Berg hochzuschieben. Habe ich irgendwie nicht vermisst. Ich bin gerade an einem Hotel vorbeigefahren. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Wunderschönen guten Morgen. Wir haben Mitte Oktober. Es ist ein Samstag. Es ist 10 vor 6. Ich bin seit 2 Stunden wach. Überhaupt keinen Bock. Und jetzt gehe ich Fahrrad fahren, weil Pläne und ja. Eigentlich wird es voll geil. Ich war heute in den Harz, so ca. 440 Kilometer Rundroute, fahre jetzt mit der Bahn nach Jüterbog, gucke mir ein paar Steine an und ich muss sagen, zum Brocken fahre ich allerdings nicht, weil mir das halt viel zu weh tut. Das ist so hässlich abgeholzt, das sieht nicht mehr schön aus. Und ja, mir geht es mittlerweile ganz okay. Vor 2 Stunden sah das noch ganz anders aus, kein Leben in den Knochen. Und jetzt kommt gleich der Regio und wir sehen uns später. So, wir haben Oktober, es ist Herbst und ich präsentiere Raps oder vermutlich irgendwie andere Pflanzen. Ich bin heute temporär mit Rucksack unterwegs, habe im Rucksack Kuchen für später, fürs Frühstück, habe sowas wie Y-Food bei. Das rühre ich mir eigentlich ziemlich gern an auf Fahrten, aber in kleineren Flaschen. Und ja, ansonsten hoffe ich mal auf Wasserquellen. Und mal gucken, was sich so finden lässt. Und eigentlich habe ich nur Essen dabei. Also ein kleines Update zum Garmin 1040. Ich habe da jetzt so eine Schutzfolie draufgeklatscht. Kostet so knapp 23 Euro bei Enjoy Your Bike. Und damit spiegelt das Ding nicht mehr so, ist ein bisschen matt und macht das Ding eigentlich deutlich besser. So, circa 8 Uhr. Eigentlich möchte ich gerade frühstücken, mir die Jacke ausziehen und so weiter. Und was sehe ich hier? Richtig, richtig geiler Dorfhumor. Ich finde das eigentlich ziemlich geil. Ja, Ökostrom boomt, wa? Ich befinde mich gerade in Wittenberg, fahre jetzt über die Elbe, fahre dann in Richtung Dessau, weiter in Richtung Harz. Könnte auch irgendwo später über die Elbe. Leider müsste ich dann Fähre fahren und ja, eigentlich vermeide ich immer Fähren, weil ich weiß halt nicht, fahren die jetzt, fahren die nicht. Und am Ende stehst du blöd da und musst vielleicht warten. Von daher sind Brücken doch ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt hatte, ich habe übelst Kopfschmerzen oder mittlerweile ein bisschen besser, habe vorne an der Tankstelle einen Kaffee getrunken. Entweder ist es zu viel Koffein oder zu wenig. Aber vielleicht liegt es auch im Wetter. Und was mir auch auffällt, ich bin viel zu warm angezogen. Baselayer mit Windbreaker war alles viel zu warm. Und ob es ein Fehler war, meine gute, teure Winterhose anzuziehen. Ich hoffe, für heute Abend ist das richtig gut. Nachteile von Solo-Langdistanzfahrten: Man ist die meiste Zeit allein. Vorteile von Solo-Langdistanzradfahrten: Man kann so laut und so schrecklich seine Musik mitsingen und so schief, wie man nur will und kann. So, Kilometer 130, ich bin absolut an der Schmerzgrenze, es ist so warm, ich kann echt nicht mehr mit Baselayer fahren. Die Sonne ballert einfach. So, gerade gab es an der Bockwurst nochmal eine Tankstelle und jetzt sind es noch 30 Kilometer bis zum Harz. Harzblick, Wernigerode oder wie auch immer das ganze Zeug heißt. Just Roadbike präsentiert den ersten von vielen Anstiegen. Welcome to the Harz! Also jetzt wird's ernst. Entweder heißt das Ganze hier Falkenburg. Auf jeden Fall ist auch eine Burg. Es ist gerade mega steil und ich brauche 2 Hände.
Also das ist viel zu steil. Läuft. Fürs Protokoll. Also irgendwie kenne ich dieses Gefühl, sein Fahrrad den Berg hochzuschieben. Habe ich irgendwie nicht vermisst. Prozent. Boah, Digga. 18% Steigung. Läuft bei mir. Überhaupt nicht anstrengend. Das ist nur der erste Anstieg von vielen. Und ich weiß noch nicht, ob ich es bereuen soll, dass ich mir den Harz ausgesucht habe. Aber es ist eigentlich wunderschön. Steil. Und jetzt geht's weiter hoch. So, die Laune ist mittlerweile wunderbar. Liegt aber auch daran, dass ich nicht mehr hochschieben muss. Und ja, es wird langsam kühler. Ich glaube, wir haben 17 Uhr. Das heißt, es wird dunkel irgendwann. Aber noch ist ein bisschen viel Berg und Licht. Und endlich habe ich die Art von Gravel, die ich die ganze Zeit wollte. Das ist wieder einer der Momente, die einfach nur Spaß machen. Die Landschaft ist einfach nur nice. Eine schöne breite Straße und es ist nicht zu steil. Übrigens sind hier überall kleine Schutzhütten. Das ist mega cool, aber zum Schlafen ist es noch viel zu früh. Oh, wow, hohe Berge. Wow, oh, wow. Also hier im Harz steppt der Bär. Starlight Disco, Spielothek, läuft. Ich glaube, desto höher ich komme und desto später es wird, desto ungemütlicher wird das Wetter. Läuft, jetzt hätte ich beinahe die geile Aussicht genossen und wäre falsch abgebogen. So, da wollte ich gerade lang. Da muss ich lang. Und ich ziehe mir jetzt was an. Also wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich fast, dass ich heute noch nass werde. Probier nochmal. Welcome to the woods. So, wunderbar. Leichter Niesel. Ich werde heute noch richtig nass, aber zum Glück habe ich Regenjacke, meine Winterjacke, die auch ein bisschen regendicht ist, und eine Regenhose dabei. So, ich bin bei knapp 170 Kilometern. Es wird irgendwie von Minute zu Minute immer dunkler. Läuft bei mir. So, es wird jetzt auf jeden Fall richtig lustig. Jetzt kommt wieder ein Offroad-Abschnitt. Es ist stockdunkel, läuft. Regenjacke, Regenhose, Gamaschen, alles am Start und weiter geht's. Hurra! Ha, schön. Ich bin gerade an dem Hotel vorbeigefahren. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Kilometer 200, irgendwie so. Immer noch Regen. Meine Höhenmeter haben sich jetzt drastisch verkürzt, weil es macht einfach keinen Sinn, den ganzen Spaß im Dunkeln zu fahren bei meinem Zeltfenster. So, da ich den Track umgeplant habe, habe ich jetzt meinen letzten Anstieg. Knackige 3,6 Kilometer noch. Und bei Kilometer 195 um eine Schutzhütte, da überlege ich mir theoretisch zu schlafen. So, Update aus dem Cockpit. Hier ist keine Schutzhütte. Ja, die war zwar auf Komoot eingezeichnet, aber ja, weiter geht's.
So, Update aus dem Cockpit. Ich habe die Hütte doch gefunden. Die war ein Stück weiter an der Weggabelung. Könnt ihr bieten? Ja, und ich überlege mir jetzt, ob ich hier schlafe oder nicht. Hier ist ein Wespenbienennest, irgendwas. Ich glaube, das ist tot. Aber ja. So, guten Morgen bei Tempelabfahrt. Es ist jetzt ca. 6 Uhr. Meine Luftmatratze hat noch die Luft verloren. Yay, aber sie scheint intakt zu sein. Ich weiß es nicht. Ich nehme sie erstmal mit, gucke mir das zu Hause an. Im Zweifel werde ich mir eine Thermarest holen. Die soll auch ziemlich gut sein und ein bisschen isolierend. Und ja, Plan für heute sind 130 Kilometer bis nach Bad Belzig. Und von da aus fahre ich nach Berlin mit der Bahn. So, leider sieht man den Abstieg überhaupt nicht. Aber es ist wirklich verdammt, verdammt steil. Gleich kommt eine Burg. Eine richtig geile Burgruine in Hakel. Und dann schauen wir mal weiter. So, es wird mittlerweile viel zu warm. Und ich habe noch was richtig, richtig Geiles, perfekt für so eine Tour. Eigentlich brauche ich es nicht. Und bevor ich jetzt zu sehr im Sand leide, kleines Update zum 1040 von Garmin. Das Display ist eigentlich gut übersichtlich. Ich finde mich sehr gut zurecht. Ich krieg jedes Mal die Anweisung, wann ich wo abbiegen muss. Eigentlich ganz nice. So, jetzt wird es nochmal ein bisschen steil. Wir sind gleich bei der Burg in Hakel. Da geht es jetzt hoch. Das sieht man, glaube ich, überhaupt nicht. Aber läuft bei mir. Ziemlich schade. Mehr ist nicht übrig, aber okay, das ist halt der Verfall, ne? Doof. So. Mega schlauer Typ. Hab gerade angehalten und dachte mir so, ich kann ja mal ein bisschen Luft nachpumpen, weil ich jetzt irgendwie mir viel Asphalt fahre und krieg keine Luft mehr aufgepumpt. So, mega intelligenter Typ. Vorne ging es dann irgendwann doch. Ich habe mit der Pumpe irgendwie diesen Ring vom Ventil, vom Typless-Ventil lose gemacht. Hab jetzt da hinten auch nochmal versucht nachzupumpen. Irgendwann ging's. Ich glaube, diese Art von Pumpe ist für Tubeless nicht so geil, wenn man durch das ganze Gewackel diese Ventile alles lose schraubt. Ja, weiter geht's. So, mittlerweile sind wir im Barbie. Come on, Barbie, let's go party. Nein, also wir fahren jetzt gleich über die Elbebrücke hier. Und dann sind es noch 50 Kilometer bis nach Bad Belzig. Komm auf den besten Straßen ganz Sachsen. Rennradtauglich. Kilometer
Jetzt noch so ein kleiner huckeliger Anstieg, der gleich durch ist. Und dann fährt die Bahn. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns bei der nächsten Kletterei im November, wenn ich den Steppenwolf fahre, beziehungsweise das BAB Berlin-Angermünde, Berlin, 200 Meter auf Plattenwegen und Kopfsteinpflaster.